der goldenen Stimmgabel haben Tokyo Hotel gleich zweimal abgesahnt. Sie wurden als beste Popgruppe und Shootingstar ausgezeichnet. Der letzte Tag diese Woche auf Platz 10. Uns bleibt nichts zu tun, außer Danke zu sagen. Xavier Naidoo musste sein Telegramm für X-Album nochmal neu veröffentlichen. Auf der ersten Version fehlte sein WM-Hit. Danke, diese Woche auf Platz 9. CeeLo Green hatte auch ein Leben vor Gnarls Barkley. CeeLo veröffentlicht jetzt ein Best-of-Album mit Songs, die er gemeinsam mit Goody Mob, Pharrell oder Ludacris aufgenommen hat. Für Crazy gibt's Platz 8. Die Wipe Kings und Malik haben ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum draußen. Darauf präsentieren sie zum ersten Mal auch Songs Marke Eigenbau. Ihr Patrick Swayze-Cover Like the Wind holt sich diese Woche Platz 7. Die Viva-Zuschauer hatten im Sommer schon das Vergnügen eines Exklusivkonzerts von Nelly Furtado. Jetzt hat Nelly fürs nächste Jahr eine ausgedehnte Welttournee angekündigt. Promiscuous, diese Woche auf Platz 6. Die Scissor Sisters sind schwer im Kommen. In den Albumcharts schaffen sie diese Woche den Neueinstieg auf Platz 6. Und I Don't Feel Like Dancing macht 11 Plätze gut. Von der 16 geht's rauf auf die 5. Fergie plaudert gerade recht offen über ihre Drogenvergangenheit. Gleichzeitig warnt sie aber auch alle davor, mit Drogen anzufangen. London Bridge, wie in der Vorwoche, auf Platz 4. Bei den MOBO Awards, dem wichtigsten Preis in der amerikanischen Black-Music-Szene, ist Rihanna jetzt als R&B-Act des Jahres ausgezeichnet worden. In den Top 100 bekommt sie Platz 3 mit Unfaithful. Robbys Durchhänger scheint was Ernsteres zu sein. Angeblich leidet er an Depressionen und ist deswegen gerade in England in Behandlung. Rootbox klettert auf Platz 2. So, jetzt fehlt nur noch die aktuelle Nummer 1. Die gibt's sofort nach einer kurzen Pause. Fest versprochen, bis gleich. Servus, willkommen zurück. Da bin ich wieder mit der Nummer 1 der deutschen Singlecharts. Wie in der Vorwoche geht der erste Platz wieder an Justin Timberlake mit Sexy Back. Passend zum Titel hat der Justin auf seiner Homepage auch den ultimativen Sexy-Test für euch vorbereitet. Wie sexy bist du? Ja? Da kann man sich durch 10 psychologisch ausgefuchste Fragen klicken und im Anschluss kriegt man dann von Justin den persönlichen Sexy-Wert von 0, sexy wie eine Kartoffel, bis 100%, super sexy. Leider ist der Test nur für Mädels, ich habe ihn aber aus Spaß trotzdem mal gemacht und mein persönlicher Sexy-Wert liegt bei 50%. Leute, das ist eine Sauerei. Freunde, das war's von mir. Jetzt gibt's noch Justin Timberlake mit Sexy Back. Genießt euer Wochenende noch ein bisschen. Bis die Tage und tschüss. I'm bringing sexy back.